Herzlich willkommen zum Einführungsvideo zum Thema die elektromotorische Kraft. Die elektromotorische Kraft wird auch abgekürzt als EMK und das entspricht im Grunde der Potentialdifferenz, die sich zwischen zwei Elektroden einstellt. Gut, wie man ein Elektrodenpotential berechnet, das hatten wir bereits in den Einführungsvideos zur Nernst'schen Gleichung kennengelernt. Und hier geht es jetzt letztendlich darum, dass zwei dieser Elektroden, beziehungsweise besser gesagt zwei Halbzellen, miteinander verbunden werden. Daraus resultiert dann eine galvanische Zelle und ja, das ist im Grunde nichts anderes als eine Batterie. Also die galvanische Zelle ist in ihrer Funktionsweise eine Batterie. Gut, was passiert da eigentlich? Es läuft eine Redoxreaktion ab und wichtig ist bei der galvanischen Zelle, dass man die beiden... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com